Mund hat vieles schon gepackt. Küssen sich Gerechtigkeit und Friede, gehen die Herzen schnell im gleichen Takt. Oh, und das schwingt und das singt so wie nichts vorher. Und ich bin mittendrin, fühl es immer mehr. Mein Herz ist voll, deine Liebe, dein Leben ist in mir. Mein Herz ist voll, deine Liebe, dein Leben ist in mir. Mein Herz ist voll, deine Liebe, dein Leben ist in mir. Mein Herz ist voll, deine Liebe, dein Leben ist in mir. Deine Worte, Jesus, gehen mir tief ins Herz. Sie bringen Freude und auch Schmerz. Du hast nicht zu wenig Mut in dir, auch wenn der sich oft versteckt. Und du suchst den Schlüssel, suchst die Tür, hoffst, dass jemand kommt, ihn weckt. Du bist auch öfter lustlos, aber nie zu schwach. Komm und hol den Schlüssel, mach dich wach. Du bist stärker, als du denkst, und es ist so weit, dass du aufstehst, wenn's auch scheint, dass du verlierst. Stärker als du denkst, und es kommt die Zeit, der du werden kannst, wie Gott dich jetzt schon sieht. Ja, Thomas, ein paar Fragen habe ich jetzt an dich, bin echt gespannt. Wir haben das nicht vorher abgesprochen. Er weiß nicht, was ich frage, und ich weiß nicht, was er antworten wird. Es wird also Hauptsache, ich weiß, was ich sage. Das nehme ich an. Thomas, wir haben ja etwas beide gemeinsam. Das weißt du nicht, was wir gemeinsam haben. Also die Musikalität ist es nicht. Das musikalische Talent, da hast du mir weit, weit was voraus, das habe ich tatsächlich nicht. Aber wir kommen beide aus dem Osten. Du bist in Chemnitz aufgewachsen, soweit ich mal in deiner Biografie gelesen habe. Damals hieß das Karl-Marx-Stadt, und ich komme aus Dresden, ein paar Kilometer weiter. Und jetzt meine Frage, wie kommt es, dass jemand, der in einer eigentlich atheistischen Umgebung aufgewachsen ist, zu einem Mann wird, wie er jetzt ist, zu einem Musiker, von dem es heißt, von dem ich gelesen habe, Thomas Steinlein ist ein Musiker, der nur, und nur war groß geschrieben, jeder einzelne Buchstabe, nur christliche Musik macht. Waren deine Eltern Christen? Haben die dich jeden Sonntag in die Kirche genommen? Oder hattest du christliche Freunde? Wie war das, Thomas? Erzähl doch mal. Nee, also, ja, das nur, das kann man jetzt auch verschieden sehen. Also, nee, das kann ja positiv oder nein, also, das war nicht immer so. Und das nur, das hat jetzt eben damit zu tun, wenn man textet oder Songs schreibt und man das irgendwie ausdrücken will, was einem im Innersten bewegt,
ja, dann ist natürlich der Fokus, sagen wir mal, liegt einfach da auf diesen glaubensorientierten Texten und genau. Nee, es war nicht immer so. Ich bin jedenfalls gesagt ganz normal aufgewachsen. Es ist ja in diesem Land eigentlich so, ich bin ganz normal aufgewachsen, also ohne jetzt irgendwie einen christlichen Background. Er hatte aber eine katholische Tante, bei der ich öfter in Ferien war und das hat mich schon angesprochen. Das war eine gläubige Frau, war eine coole Tante, also die war nicht irgendwie religiös verdreht oder so. Und die hat mich, das hat mich schon irgendwie angezogen, wobei das dann auf mein späteres Leben, also eine Zeit lang keinen Einfluss hatte. Und bei mir war es so, dass ich so mit Ende 20 bin ich von einem Studienkollegen eingeladen worden. Der hat mich immer in gut dosierten Abständen in seine Freikirche eingeladen und als das Studium zu Ende ging und wir uns so langsam trennen mussten und wir mochten uns ja auch, dann habe ich gedacht, ja, ehrlich gesagt, er tat mir halt leid und ich dachte, wir mögen uns ja auch und Mensch, wenn ihm das so wichtig ist, dann gehe ich da halt mal hin. So war die Intention und da hat mich Gott gefunden. Das muss ich jetzt abkürzen. Es war wirklich, ich habe nicht gesucht. Es war so ein klassischer Fall, wo man wirklich sagt, Gott hat sich offenbart und Offenbarung meine ich jetzt nicht irgendwie, der hat eine Offenbarung gehabt, die kann man ja jetzt sich nicht selber schenken, ja, die kann ja nur Gott schenken. Also eigentlich ist das was sehr Demütiges. Das Einzige, was ich dann getan habe, war, dass ich gesagt habe, das ist jetzt so intensiv, dem gehe ich jetzt nach. Also da sage ich jetzt nicht irgendwie, naja gut, das war mein Augenblick und wer weiß, was das war und ne, so ein Empfinden oder so. Sondern ich habe mich dann tatsächlich aufgemacht, mich damit zu beschäftigen. Aber es kam eben erst später so auf meinem Lebensweg. Okay, und dann fingst du irgendwann mal an, christliche Texte sind dir eingefallen oder wie kam das? Naja, also Texte sind mir schon vorher eingefallen. Also ich habe das, was ich mache, schon vorher gemacht als Singer-Songwriter, wie man heute sagt, oder Sachen geschrieben, hatte eine Band und alles Mögliche. Aber für mich war dann halt, ich habe dann geschaut, ich hatte ja keine Ahnung vorher, dass es auch modernere christliche Musik gibt als Orgel. Also nichts gegen Orgel, aber ich kannte es nur so. Also ich kannte nur ein paar ältere Damen und Orgel und wusste nicht, dass es das gibt. Und da bin ich in diese ganze Szene, ich sag mal so, reingeführt worden. Ich hatte auch keine Ahnung, dass es Lobpreis gibt, also dass da irgendwie Leute unterwegs sind, die da einfach Spaß dran haben. Das war in der Gemeinde, wo ich dann zuerst war, auch so. Das war jetzt musikalisch nicht so auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Aber was mir gefallen hat, war, dass den Typen eigentlich alles egal war. Also die haben einfach Gott gelobt und dann ist es abgespaced. Und das fand ich irgendwie attraktiv. Und dass es sowas überhaupt gibt. Und nicht nur von Black Churches, also nicht nur im Gospel, sondern eben auch in Deutschland. Hatte ich keine Ahnung vorher. Und dann bin ich da reingeführt worden. Und dann habe ich eben die Texte natürlich auch, haben sich in ihrem Inhalt dann gewandelt. Weil es hatte dann eben auch mit dem was zu tun, was mir wichtig geworden war und ist. Okay, danke. Dann komme ich jetzt schon mal zu meiner... Kannst du mal eine kleine Stunde übernehmen? Ich kann ein gutes Stück schon. So, dann... Ein bisschen Abstand. Okay. Genau. Das ist nein, alles gut. Dann komme ich mal zur nächsten Frage. Wir hatten ja jetzt diese lange, lange Lockdown-Zeit und viele christlichen Gemeinden haben Mitarbeiter, aber auch Mitglieder verloren. Wenn du dieses Wort hörst, Gemeinde, was bedeutet das für dich? Ist es einfach nur ein Veranstaltungsort, wo du halt deine Musik machst, oder ist es ein Treffpunkt wie jeder andere Verein? Was bedeutet das für dich persönlich, wenn du dieses Wort hörst, Gemeinde? Also ich kann nur sagen, als bleiben wir nochmal bei dem Fall, also als ich Christ wurde, dann war für mich irgendwie ziemlich schnell klar, dass ich eine Gemeinde brauche. Ich bin damals gerade nach Hamburg umgezogen. Mhm. Also der Umzug stand schon vorher fest, die Bekehrung kam sozusagen dazwischen. Und dann habe ich gewusst, also das Erste, was ich jetzt hier brauche in dieser größeren Stadt, ist eine Gemeinde. Es war irgendwie so,
ich glaube, von Gott auch geschenkt oder instinktiv. Also ich wusste das geistlich, das habe ich dann auch gemacht. Also das war das Erste, was ich gemacht habe, ist mir erstmal eine Gemeinde gesucht. Für mich war das neu. Ich dachte, ich brauche die Leute um mich rum, diesen Zusammenhalt. Das war mir von Anfang an irgendwie klar, dass ich das nicht alleine so wuppen kann und wollte auch nicht. Also ich bin eigentlich ein sozial, wie sagen wir, hoffentlich verträglicher Mensch und irgendwie, also kümmere mich immer, das haben einen größeren Bekanntenkreis und genau, und das war in der Gemeinde, aber nicht nur wie ein Verein, sondern ich wusste, dass ich mich auch mit den Leuten beschäftige. Vorher fand ich das ja irgendwie ein bisschen bedauernswert bis lustig, also so Christen überhaupt und Gemeinde und wie gesagt, ich kannte ja auch diese Form von Gemeinde gar nicht. Also dass es ein bisschen enger ist, dass man Pastor mit du anredet und so weiter und so fort. Und das habe ich dann, und das ist auch geblieben. Also ich denke, dass Gemeinde schon eine Heimat auch sein kann, wo man sich verankern kann, wo Leute auch für einen da sind. Ich meine jetzt nicht dieses klebrige Verständnis. Es gibt ja auch so Gemeinden, wo dann so... wo das schon sehr, sehr eng ist oder man, wenn man dann einmal nicht da war, dann gleich, was ist los? Und das meine ich gar nicht, sondern einfach dieser Herzenszusammenhalt, wie in diesem Choral auch von, sind wir beim Thema Reformation wieder, von Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen, dass das so ist. Jeder hat seine Freiheit in Gott, aber wir sind zusammen auch und können in verschiedenster Weise zusammenwirken und uns auch unterstützen. Und Gott immer mehr zusammen auch kennenlernen. Das passiert ja eben vordergründig auch in der Gemeinde. Ja, ja. Ja, ich denke auch, dass was Gemeinde ja verbindet, so das gemeinsame Band, das ist die Liebe, ne? Die Liebe Gottes und auch die Liebe untereinander. Ich denke, da kannst du mir zustimmen. Ja, man hat sich das ja nicht ausgesucht, ne? Ich genau. Denke mal, in einem Verein, in einem Interessensverein, da suche ich ja mehr genau die Leute, das ist ja wie heute teilweise in den Social Medias, ich gehe nur noch oder habe nur noch mit den Leuten Kontakt, die genau das denken, was ich auch denke und die genau das empfinden oder die dieses Interesse haben, das Hobby und was es auch immer ist. In der Gemeinde ist es ja so, man geht dahin wegen der Beziehung zu Jesus und das hat man sich ja vorher nicht ausgesucht. Ne? Ich meine, wer da so alles zusammengeführt wird von Gott, ist ja auch interessant. Und es sind ja nicht immer jetzt gleich die Menschen, mit denen man gleich immer sofort essen gehen würde, also, ne, oder ganz viel Zeit verbringen würde, sondern man lernt sich auch kennen. Und dieses, gut, wo ist es ähnlich? Auf dem Arbeitsplatz, ne, oder so. Ja. Da ist es ja, ne, das kommen ja auch Leute, die man sich nicht unbedingt gleich vordergründig bestellt hätte. Und das miteinander unterwegs sein und diese Verankerung, C.S. Lewis hat das mal geschrieben, da wird's wirklich egal, woher man kommt, wer man ist, aus welcher Hautfarbe, welche, man erkennt sich im Geist. Und dieser Geist ist ja übernatürlich von Gott geschenkt, die kann man nicht implizieren, das kann nur Gott tun. Und in dieser Ebene kommen wir zusammen und das ist spannend. Ne? Ja, 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 das ist wahr. Ich habe mal Folgendes gelesen, Gemeinde ist im Grunde genommen das Werkzeug Gottes, um Reich Gottes zu bauen. Denn das ist ja das, was Jesus auch verkündet hat, er hat Reich Gottes, die Gottesherrschaft verkündet auf Erden. Ja. Also die haben nicht Gemeinde gepredigt, diese Apostel, und sie haben auch nicht Selbstverwirklichung gepredigt, sowas alles nicht. Das spielt ja bei uns alles eine große, große Rolle, sondern Reich Gottes Herrschaft. Okay. Wolltest du noch was sagen dazu? Sonst? Ja, also eine gesunde Selbstverwirklichung ist vielleicht das falsche Wort, also dass man sich auch entfalten kann. Ja. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Gemeinde, dass eine Gemeinde nicht, man kann ja von verschiedenen Seiten, manche werden zur Firma, also ganz streng zentralistisch geführt wie eine Firma, das kann nicht gut sein, oder wenn es zu beliebig ist, ist auch nicht gut, sondern letztendlich, das meine ich mit dem, dass ja der Heilige Geist, wenn wir wirklich drum ringen und beten, uns auch immer wieder neue Wege zeigt, wie kann es denn auch miteinander gehen, ohne dass Leute sich völlig vereinnahmt oder fühlen oder zu sehr unter die Räder kommen oder sich ausgenutzt fühlen auch, ne? Das geht ja auch. Also dass man das im Geist, und da glaube ich, ist es wichtig, immer wieder drauf zu hören und auch die Prinzipien des Miteinanders immer wieder, sich mal wieder neu zu entdecken, jeder Einzelne für sich auch, ne?
Ja, denke ich genauso. Richtig. Ich denke, dass wirklich Gott einen guten Plan für jeden Menschen hat und er ihn im Leben dann auch verwirklicht. Und Gemeinde sollte dafür auch Raum geben, damit Gott hier wirken kann und auch Gott im einzelnen Leben auch wirken kann. Okay, ich komme zu meiner, ich habe ihn vorher gefragt, darf ich jede Frage stellen? Oder gibt es irgendeine Frage, die dir wirklich zum Halse raushängt? Und dann sagt er, nein, ich darf tatsächlich jede Frage stellen. Und zwar ist es folgendes, als die Jünger einen Blindgeborenen gesehen haben, dann haben sie zu Jesus gesagt, sag mal, wer hat jetzt gesündigt? Seine Familie oder er, dass er so blind ist? Wie ist das gekommen? Und Gott sagt im zweiten Mosebuch, da gibt er eine ganz interessante Aussage, da sagt er, wer hat eigentlich den Sehenden und den Blinden geschaffen? Bin ich es nicht, der Herr? Blindheit. Also das zeigt doch, dass Gott mehr tut, als einfach nur zugucken. Man denkt ja immer, Gott lässt alles nur so ein bisschen zu. Aber dieser Text sagt ja etwas anderes, dass Gott wirklich hier eingreift. Und Jesus sagte übrigens als Antwort auf die Frage der Jünger, dieser Blindgeborene ist deswegen blind, damit sich Gott in seinem Leben verherrlichen kann. Wie verstehst du nun deine Blindheit? Ist sie eine Strafe deiner Familie, für deine Familie, dass Gott irgendwie riesig zornig war, mal über dich oder über wen auch sonst in deiner Vergangenheit? Oder ist es eine ganz grauenhafte Krankheit, die du hoffst, dass sie jeden Tag vorbei ist? Oder ist es vielleicht gar ein Stück Segen, eine Möglichkeit Gottes, sich in deinem Leben zu verherrlichen oder irgendwas dazwischen? Ja, und ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht so, also es gibt da kein A, B oder C, weil das kann ich so gar nicht sagen, weder noch. Also es ist natürlich, da kommt ja darauf an, woran man glaubt. Also in bestimmten Religionen wäre das jetzt die Strafe. Ich weiß, dass einer meiner Onkel, der hat nach Ungarn geheiratet und da ist der Urgroßvater, damals lebte er noch, wurde sehr alt. Und die haben so eine Religion. Also der hat klar meinen Eltern gesagt, dass ich früher meine Krähe war und anderen die Augen ausgehakt habe. Und deswegen ist das jetzt so. Es gibt Religionen, die glauben das so. Strafe oder dann gibt's. Ich glaube, dass diese ganzen Erklärungsversuche, die führen eigentlich zu nichts. Und das sagt Jesus ja in dem Punkt auch. Er hat das ja sehr verkürzt. Er hat gesagt, keiner hat gesündigt. Das stimmt ja schon mal nicht ganz. Ne? Wir kommen als sündige Menschen auf die Welt. Im Psalm steht, alle haben. Nur was er wollte damit ja nicht sein eigenes Wort widerlegen, sondern er wollte, denke ich, damit sagen, das kann man jetzt nicht erklären. Das ist so komplex. Gott, hat es Gott gemacht? Das wäre die andere Frage. Da würden viele sagen, nein. Ne? Wort des Glaubenstheologie sagt, Gott will, dass du gesund bist. In jedem Fall. Dank schon mal vorher für das, was eigentlich schon geschehen ist, was nur noch nicht in der physischen Welt sichtbar oder spürbar ist. Das geht auch nicht. Also es kommt zu kurz. Und ich habe, denk mir mal so, ich lebe. Wir haben gebetet oder beten auch weiter. Ich bin da überhaupt nicht dagegen, aber nicht ständig. Ja, weil wir jetzt nicht ständig auf das Defizit konzentrieren. Aber es gibt bestimmte Dinge im Leben, das geht ja in anderen Bereichen auch so, die kann man momentan nicht ändern. Die sind so, wie sie sind. Ja. Und habe ich keine Erklärung, weiß ich nicht. Fakt ist, dass sich Gott mir gezeigt hat, wie er sich den meisten, denke ich, hier Einzelnen auch gezeigt hat im Raum. Das ist eine Tatsache. Warum ich jetzt noch blind bin und ob das mal hier in dieser irdischen Welt, Albert Frey schreibt ja, wir sind in dieser Zwischenzeit. Ne, das ist einfach so. Jesus hat den Himmel, der mal kommen wird, gezeigt, auch in seinen Wundern. Die geschehen jetzt aber nicht nur, weil wir ganz, ganz tolle Gläubige sind jeden Tag. Also wer das behauptet, der lügt einfach. Es ist nicht zu erklären. Und da ist es wichtig zu sagen, ich glaube wirklich daran, dass jetzt in diesem Augenblick, so heißt es ja, sprich nur ein Wort. Ja. Gott kann das Wort sprechen und dann würde ich sehen können. Das glaube ich ganz fest. Aber er muss es schon sprechen. Ne? Wir können das ja nicht für ihn machen. Ich konzentriere meinen Glauben dermaßen,
dass Gottes Hand bewegt oder dass er gar nicht mehr anders kann als, weiß ich nicht, halte ich nicht so viel davon. Also ich lebe einfach und konzentriere mich auf das, was Gutes um mich rum ist, was und bestimmte Dinge, die kann man nicht ändern, die sind einfach so. Ich glaube, das muss ich natürlich fairerweise auch noch sagen, dass die Gebetsnot sicherlich größer wäre, wenn ich, sagen wir mal, irgendwo in Nicaragua oder Honduras, irgendwo auf dem Dorf, völlig ab der üblichen Zivilisation oder, ne, oder in ganz anderen Strukturen aufgewachsen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das ist natürlich nochmal ein anderes Leben als hier in Mitteleuropa, wo wir Teilhabe und ne, Integration und so, auch nicht perfekt, aber wo das zumindest Themen sind, die sehr weit oben angesiedelt sind. Das war. Thomas, wir haben beide so leicht die 50 überschritten. Hast du noch Ziele oder ist dein nächstes Ziel, sagen wir mal, die Rente und dann kommt irgendwann der Friedhof? Oder gibt es noch was vorher? Hast du noch weitere Ziele so? Also das ist bei Musikern ja grundsätzlich in der Regel so, also auch bei Kreativleuten, da denkt man ehrlich gesagt gar nicht dran. Also ich, keine Ahnung. In dem Augenblick, ich meine, was natürlich befreiend ist, in dem Augenblick, wo das keiner mehr hören will irgendwo und wo man dann merkt, oh, jetzt wird's irgendwie langsam peinlich, aus welchen Gründen auch immer, da sollte man dann doch mal irgendwann aufhören. Wann das ist, weiß ich nicht. Vielleicht sagt mir Daniel das dann. Kann ich nicht sagen. Natürlich habe ich noch Ziele, wollen das nächste Album machen wieder und so. Das geht immer weiter. Also das ist ja, es ist ja gerade eins rausgekommen erst, aber man denkt immer schon ans nächste als Kreativmensch. Also weiß ich nicht, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe jetzt aber auch keinen Drang. Also ich muss nicht auf Krampf bis zum Sarg, wie du sagtest, also bis zum da irgendwie machen und eigentlich will es keiner mehr wissen und um da irgendwas zu beweisen oder mich, also ich könnte mir auch gut, ich habe so viel zu tun, also auch hobbymäßig. Musik ist ja mein Hobby und ist zum Beruf geworden, also ich würde nicht, mir würde nicht langweilig werden, glaube ich. Mhm. Aber so jetzt vom Berufsstand her. Aber ich denke, das wird noch eine Weile gehen. Ja, und irgendwann dann mal schauen. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber da denke ich auch ehrlich gesagt wenig drüber nach. Okay, sag mal, wie fallen dir eigentlich diese ganzen Texte ein? Betest du drüber oder kriegst du die einfach so oder wie ist das? Mir würde keiner einfallen, einfach so. Naja, also das ist ja was man irgendwie mal gemerkt hat, das liegt mir und irgendwie passt das und ich mache das gern und dann entwickelt man das, eine Gabe, egal welche Gabe das ist, sollte man ja entwickeln. Da gehört eben dann auch straffe Arbeit dazu und ja, so kann ich jetzt nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich dann immer bete und dann fällt was vom Himmel. Das sind Reifeprozesse, die passieren auch ganz viel im Unbewussten. Mhm. Das kennt jeder, das ist egal welches Gebiet. Ne? Es gibt Dinge, da brütet man wahrscheinlich so unbewusst drüber oder man hat ein Thema und auf einmal ist es irgendwie da. Also nicht so, also dann kommt der Schliff und aber so diese Grundidee, diese Substanz, dass man plötzlich, so geht das. In der Musik ist es Motiv oder irgendwas im Textlichen auch so. Ein Chorus, ein Wortspiel, irgendwas und daraus zimmert man dann, also dann setzt man sich hin und macht daraus einen ganzen Text. Und manche, es ist sehr unterschiedlich, aber ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der, also ich glaube, dass Gott mich einfach mit dem und auch mit Texten beschenkt, aber ich muss schon was selber tun und ich bin jetzt nicht so der Oberfromme, der dann immer sagt, ja, das hat mir Gott geschenkt und dann hat keiner mehr eine Chance zu sagen, nee, hat er doch nicht. Es gibt's ja auch. Wenn ich das immer sage, das hat mir, wer soll da was dagegen sagen? Ja, da kann ja, und wenn es schlimm ist, darf ja keiner dann sagen, dass es nicht so doll ist. Oder, also das ist ein symbiotischer Prozess, da ich ja immer irgendwie mit Gott verbunden bin. Aber ich gebe zu, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich eine Stunde da hinsetze und dann erstmal bete und ringe oder so, sondern bei mir ist es immer so ein dynamischer Prozess, der immer im Hintergrund läuft, glaube ich. Also
unser alter also Seniorpastor aus der Elim, Uwe Mausch, hat immer gesagt, der Motor läuft. Der läuft, der läuft immer. Ja, das ist, ja. Das ist so das Gefühl, habe ich so. Okay. Thomas, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Die ist nicht so ganz ernst gemeint. Die haben wir mal vor 10 Jahren, habe ich die mal den Kindern gestellt, in der Kinderstunde. Und mal sehen, was du darauf antwortest. Was würdest du machen, wenn du morgen auf deinem Schreibtisch einen Scheck finden würdest, da steht drauf 1 Million Euro. Was machst du jetzt damit? Wolltest du jetzt wissen, ob ich gleich einen Zehnten gebe oder was? Also die Kinder damals haben unisono alle erzählt, dass sie ihre Spenden werden nach Japan, damals war Fukushima. Mal sehen, was du so erzählst. Ich würde versuchen, also den Zehnten würde ich, also ich weiß gar nicht, also ganz, ich würde natürlich auch versuchen, das Geld mal anzulegen, weil jetzt ich meine, Millionen ist ja letztendlich gar nicht so viel, ne? Die ist auch mal schnell wieder weg, wenn man irgendwie, und ich würde mal gucken, dass man das trotzdem noch irgendwie so anlegen kann, dass sich das vermehrt, ohne natürlich, also jetzt da einen Schaden zuzufügen, aber im ganz normalen kapitalistischen System, sage ich mal, und damit da noch mehr rauskommt und dann schauen, ich werde es aber, glaube ich, nicht, also ich würde gut rechnen damit, okay. Glaube ich schon, dass es nicht dazu kommt, dass es plötzlich weg ist. Und dann man sagt, ne, das kann ja auch passieren, wenn man falsch denkt. Und ich glaube, da gibt einem Gott auch viel Weisheit und Verstand. Also da würde ich schon Gott fragen und nicht gleich jedem Impuls nachgehen. Weil das kann schnell weg sein. Es hat Leute gegeben, die haben mehrere Millionen gehabt und da war immer was weg. Weil sie nicht gemerkt haben, dass sie damit gut haushalterisch umgehen. Damit meine ich nicht den Bauern, der die Kornscheune voll hat und denkt, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen und der Herr sagt, morgen wird dir dein Leben genommen. Ja. Das meine ich nicht. Aber so eine, also Gott hat uns ja einen Verstand gegeben. Ich kann es dir nicht sagen. Würde ich gucken, dass ich das irgendwie trotzdem noch vermehrt und auch für das Reich Gottes mehr dabei rauskommt. Danke, Thomas, für das Interview. Ja.